das geht, wie mir die Mitmenschen in meiner Stadt helfen. Ha, ich habe ein neues Auto. Bitch. Das Fahrzeug wird explodieren. Hau ab. Alles klar. Weg hier. Jawohl, und geschafft. $2000 haben wir dafür gekriegt. Nice. Damit haben wir unser Vermögen auf 6650 erhöht. Hm, kann sich sehen lassen. Damit kann man eine Rechnung bezahlen, wenn man Raubkopien hat. Ganz ehrlich. Okay. Das war ein random Vergleich. Keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Wir speichern. Und dann schauen wir weiter, was wir dann machen. Alter, wer hat bitteschön Radiosender erfunden, wo man nur labert? Das ist ja schlimmer als Astro TV. Mit den fetten Frauen, die in die Zukunft schauen können. Stimmt. La 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 la. Aua, ich wurde überfahren. Hui! Und wo Hotel? Wir haben es geschafft. Auf geht's, speichern über Schutzengel natürlich. Und los geht's. Jo. Keine neuen Telefonmissionen, also bleibt uns entweder Avery Carrington oder Asa Kira männliche Version oder Diaz. Ja, halten uns an Diaz. Jetzt erstmal die Avery Mission, die hebe ich mir echt für den Schluss auf. Weil die sind die besten im ganzen Spiel. Ohne Scheiß. Ungelogen. Weil Avery Mission bringen nur die Leute zum Boot fahren. Ja, das meine ich ernst. Obwohl die Mission bringe ich auch. Immer. Dazu kommen wir später. Was macht ihr auf Dias Grundstück? Aua. Und wupp! Phenom Pain 86. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gaio in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin, Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Alles klar, da ist wieder der Lance. Und wir machen zusammen mit ihm eine Mission. Ach, wie spannend. One thing puzzling me. What's with Quentin? I don't know. I always kind of liked it. Quentin Vance. Vance? You hate Lance Vance? Hey, I got enough of that at school. Und wir haben ein MG. Where the hell are we headed anyway? Prawn Island. You ever fire one of those from a whirly? No, I'll get a bit of practice on the way, though. Gar kein Problem. Okay, we're almost there. We'll make a couple of paths. Whee! 11. September. Scandi plant den Anschlag. Oh mein Gott, Strike Angels Vlog. Wieder Klau. Ah! Hallo. Damn, this is the war zone. Let's take out some of those guns.
Auf geht's. Zeigt, dass ihr drauf habt. Wir haben sogar einen Pool, den sie nicht benutzen. Das war alles klar, funktioniert doch. Hallo, weiter. Sind alle down. Gott. Natürlich weiß ich auch wieder in- und auswendig, wo die alle sind. Ja, ich weiß, ich bin ein Gamer. Oh, ich habe den Protagonisten schon getötet, bevor er seinen Text sagen konnte. Nice. Alles klar, wir müssen hier raus. Oh, das Geld auf dem Dach. Alles klar, wir haben jetzt ein fettes MG dabei. Das wir nicht unbedingt brauchen. Wir haben Style des Kills, das reicht schon. Das geht. Was hast du noch mit dir? Ah, guck mal, der Adolf da oben. Der will sich wichtig machen. Hallo. Ich bin der Mann, der kann. Hier. Yeah. Nachschaut. So. Da ist der Koffer. Erledigt. Schnell weg hier! Tschüss! Yeah! $2000 dafür gekriegt. Nice. Sturmwarnung vorüber. Alle Brücken zum Fest dann sind wieder geöffnet. Wir haben also Stadt Teil 2 freigeschaltet. Ja, so schnell geht's. Alles klar, wir machen aber schnell weiter. Das schnellste Boot! So pleased with yourselves now, huh? Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream, a faster boat. Rumor has it the boatyard has just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Pinhead! I think your pigeons are back. Haha. Begib dich zum Bootswerf an den Docks und klar das schnellste Boot. Alles klar, sind wir schon auf dem Weg. Von der Treppe runter, ab geht's in die Action. Da fahren wir mal in Stadtteil 2. Ist auch bestimmt interessant anzusehen. Die GEMA sagt Dankeschön, dass ich das Video selbst... Scheiße, ich komme nicht weiter, sind voll auf den Takt gekommen hier. Aber kein Problem. So, wir nehmen erstmal die Schutzweste damit, die ich natürlich weiß, wo sie ist, ne? So, als begabter Spieler ist es voll einfach, die Pickups hier zu finden. Da habe ich mich auch richtig damit befasst, also ich weiß, wo alles ist hier in diesem Spiel. So ziemlich. So, machen wir den erstmal down. Das sind viele Adolfis, wo Stress machen wollen. Aber nur die ersten kommen in die Kinderüberraschung. Was geht?
jetzt sind wir bei denen aufmerksam geworden. Die schießen es in dem Random irgendwo rum. Wir haben natürlich keine Granaten, die müssen wir uns dann auch noch zulegen. So, nice, weggemacht. Hallo. Set down. Suche den Schalter, um das Boot abzusenken. Natürlich. Da ist keiner mehr. Gut. Jetzt haben wir noch diese nutzlosen Arbeiter, die uns dann gleich auf den Sack gehen werden, aber kein Problem für mich. Bein weg. Ruhe. Okay, Bein nicht komplett weg, aber ihr wisst schon, wie es gemeint ist. Alles klar. Gut, drücken wir aufs Knöpfchen. Stäbsche trägt aufs Knöpfchen. So, jetzt kriegen wir erstmal wieder Stress. Das ist ein Affen, aber kein Problem. Wenn er ein erfahrener Spieler. Darf natürlich nicht vergessen, dass auch welche nachrücken können, so wie in dem Fall. Und los geht's. Ab geht's ins Boot. Boot. Boot fahren. Ach, mein Lieblings. Aber diesmal macht es kein Wheelie oder so. Alles klar, damit haben wir das schnellste Boot. Läuft, ne? Viele haben mich gefragt, warum ich die Parts nicht missionsbasierend auf hochlade, also nach jeder Mission dann speichere gehe und sage dann bis zum nächsten Part und das Ganze. Ganz easy. Ihr seht es gerade eben, wie schnell es geht. Da wird am Tag nur 5 Minuten Parts oder so kommen, weil ich kann das alles sau schnell machen. Deswegen rushe ich das so durch. Dann mache ich lieber 20 Minuten Parts, wo ihr mehr seht. Okay, 4000 Kröten. Yeah. Für so eine easy Arbeit, wohl bemerkt. Das war ja jetzt gar nichts. Aua. Der hat 5 Pools, Alter. Das will ich auch irgendwann mal haben. 5 Pools haben. Handy. Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, Senor, I believe you are a man who can get things done. So please help me. You can find me at the boat, huh? Alles klar, da haben wir wieder den Colonel freigeschaltet. Der hat auch nochmal einen Auftrag für uns. Fahren wir dann auch bald hin. Aber jetzt machen wir erstmal Dias weiter. Angebot und Nachfrage. Jack, plastic crap! You're doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Bro, you! It is my favorite El Burro movie. It's die. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Okay, begib dich zum schnellsten Boot auf dem Pier. Wieder Boot fahren. Traumhaft. Aber da wartet jemand wieder auf uns. Hallo. Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Wacko. Los geht's mit Lance. Und sei von den anderen Booten bei der Yacht. Ach, gar kein Problem. In Wayne States. Nach der Höllentour mit dem anderen Boot kann ich perfekt Boot fahren. Warum wohl? Wenn man sowas gemacht hat, macht man automatisch am PC seinen Bootschein. Oh. So, da haben wir es geschafft. Bam! Gut, jetzt müssen wir schießen und ein Lance-Feldboot finde ich doch auch mal ziemlich nett. Eat it.
Lern doch mal Boot fahren, ey. Recht. So, das sind jetzt auf dem Steg. Papier, wie auch immer. Durch Get das beste Schütze EU. Du hast keinen Piloten mehr. Wo schützt nicht ab? Schlecht. So. Geklärt. Da oben auf der Brücke? Nee. Doch nicht. Okay. Geklärt, das war's schon. Voll easy. Mal wieder. Mann, das Spiel wird nie langweilig. Aber die Missionen sind gut. Kann man sagen, wie man will, aber ich bin halt der Hardcore-Gamer, ne? Shooting, my friend. You're a real, proper, grade-A lunatic. Well, thank you. See you around, Tommy. Okay, Mr. Lance Vance Dance. Lance Vance Dance. Alles klar, damit haben wir Dias Mission abgeschlossen. So läuft der Hase. Trainingsanzug bei Jackspot in Downtown Aldish. Der sieht total gay aus. Den holen wir uns natürlich nicht. Aua. So, fahren wir erstmal speichern und dann fahren wir zum Colonel und dann schauen wir weiter. Telefon. Get to the payphone next to the mall in Washington. Ja. Neue Telefonmission. Also totgeschmissen mit Aufträgen werden wir schon. Das geht eigentlich. Das sind eigentlich ziemlich easy die Aufträge. Man muss nur wissen wie gesagt. Zwei Stunden Videoaufnahmen habe ich mindestens jetzt schon. Wir sind schon fast, sagen wir mal, mit 40% fertig. Ja. Telefon! Yo, Tommy, it's Lance. Yeah? Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man, be cool, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy, we can do this thing. You and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. Da war er beleidigt, weil wir ihm letztes Mal nicht den Cock gegeben haben. Ist mir aber egal. So, auf geht's zum Colonel. Los geht's. Es geht alles so schnell. Ich komm da gar nicht mit. Mach mal langsamer. Mein ganzes Leben ist vorbei. Hör auf, so schnell zu spielen. Warum kann er das Spiel nun auswendig? Weil ich schon mindestens 8-mal Let's Played habe und 8-mal nicht hochgeladen habe. Weil es immer scheiße war. Und jetzt mache ich es perfekt. Und jetzt kann ich es irgendwann halt mal. So, Colonel, auf geht's. Zu Befehl, Sir. Yes, was pleased. I would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud, no matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Then... Alles klar. Besorge das militärische Fahrzeug, das durch die Stadt gefahren wird. Militärisches Fahrzeug? Können wir spekulieren, was es ist, ne? Ich sage, es ist ein Jeep. Ganz offen. Wow.
Ja, die Mission ist schon ein bisschen schwieriger. Kommt hin. Oh, 99 Luftballons!